Klimaneutralität, das ist sozusagen das Zauberwort, wenn es um Klimaschutz und nachhaltiges Wirtschaften geht. Unter anderem die Bundesregierung und auch die EU-Kommission haben sich dieses Ziel auf die Fahnen geschrieben. Doch den Weg hin zur Klimaneutralität, den definieren Berlin und Brüssel teils unterschiedlich. Die EU-Kommission hat spätestens heute klargemacht, auch Investitionen in Gas- und Atomkraftwerke können als nachhaltig und damit förderungswürdig gelten. Diese sogenannte Taxonomieverordnung hat in der EU Gegner und Befürworter. Vor allem Frankreich hatte darauf gedrängt, aber auch Ungarn, Tschechien oder Finnland, Atomenergie als nachhaltig einzustufen. Außer der Atomenergie sollen es auch moderne Gaskraftwerke sein. Mit der Taxonomie will die EU-Kommission private Investitionen fördern und dabei alle Möglichkeiten nutzen, gegen viele Einwände und Kritik. In all unseren Institutionen gibt es sehr unterschiedliche Sichtweisen. Aber ich glaube, wir haben nun eine Balance gefunden zwischen den verschiedenen Meinungen, um künftig CO2 zu verringern. Gaskraftwerke dürfen ein Limit von CO2-Ausstoß nicht überschreiten. Bei Atom müssen Sicherheitskriterien und Müllentsorgung geklärt werden. Es gibt strikte Bedingungen für die Einbeziehung in die Taxonomie. An den EU-Mitgliedstaaten dürfte der Vorschlag nicht scheitern. Im Europaparlament aber wird die Kritik in vielen Fraktionen immer lauter. Gas und Atom seien nicht nachhaltig. Abgeordnete fürchten zudem, dass künftig nicht nur privates Geld, sondern auch EU-Fonds und Steuergelder in Gas und Atom fließen. Die Wahrheit ist, wir haben viele Gesetzgebungen auf europäischer Ebene, wie den Wiederaufbaufonds oder jetzt auch die Klassifizierung von Staatsanleihen, wo auf die Taxonomie Bezug genommen wird. Ganz konkret heißt es, dass wir auch als Deutsche mit ungefähr 20% mitfinanzieren, dass Kernkraftwerke um uns herum mit europäischen Mitteln finanziert werden. Verschiedene Europaabgeordnete versuchen nun, eine Mehrheit gegen die Regelung zu finden. Dafür haben sie maximal 6 Monate Zeit. Meine Kollegin Romy Hiller hat mit unserem Brüssel-Korrespondenten Michael Grütz gesprochen und ihn gefragt, warum die EU-Kommission Investitionen in Atomenergie und Gas als ökologisch nachhaltig erklärt. Nun, die EU-Kommission will mit dieser Taxonomie vor allem private Investitionen aus Investmentfonds zum Beispiel oder von Geldanlegern in Energien setzen, die möglichst rasch dabei helfen, den Klimawandel zu bekämpfen. Also das soll möglichst zügig gehen und Gas und Atom unter bestimmten Bedingungen wohlgemerkt zählen für die EU-Kommission dazu. Sie spielen eine Rolle in diesem Kampf gegen den Klimawandel zur Klimaneutralität und dabei hat man das in Kauf genommen, dass diese Meinungen über Gas und Atom durchaus unterschiedlich sind in Europa, in der Kommission, aber auch im Europaparlament, aber auch bei Experten, die mit beteiligt waren an diesem Vorschlag. Natürlich kam auch sofort Protest aus dem Europaparlament, beispielsweise Gas und Atom könne überhaupt nicht nachhaltig sein, heißt es da. Und im Gegenteil, damit würde nicht der Klimawandel aufgehalten, sondern er würde eher noch verzögert, weil Geld in die falschen Technologien flössen, so jedenfalls die Kritik aus dem Europaparlament. Nichtsdestotrotz glaubt die Kommission, eine Balance nun gefunden zu haben aus den unterschiedlichen Ansichten über die Frage, um auf dem Weg zur Klimaneutralität schneller voranzukommen. Nun hat ja der französische Präsident Macron einen entscheidenden Anteil daran, dass sich diese Pro-Atom-Allianz durchgesetzt hat. Wie hat er das geschafft? Macron ist wichtig, aber nicht alleine, aber dazu vielleicht gleich noch mehr. Frankreich ist ein Atomstaat. Frankreich hat die Atombombe, das gehört dort mit zur Staatstradition, dass Atom dazugehört. Es gibt, glaube ich, auch in Frankreich, wie übrigens auch in Belgien, ein anderes Risiko, eine andere Risikowahrnehmung, was Atom angeht im Vergleich zu Deutschland. Und man hat halt die Atomenergie, die eben praktisch CO2-frei dasteht und Strom erzeugt. Also will man da andocken und natürlich Gelder bekommen, damit man renovieren kann, damit man neue Atomtechnologien einführen kann. Aber es waren auch Ungarn, Tschechien, Polen, Finnland, einige andere Länder, die ebenfalls auf Atomenergie setzen, die mit diesem Vorschlag durchaus einverstanden sind und den auch so wollen. Die Bundesregierung, die hat sich ja mit ihrem grünen Energieminister Habeck dagegen ausgesprochen, allerdings ohne Erfolg. Was bedeutet das nun vielleicht für den geplanten deutschen Atomausstieg?
Zunächst mal ist die ganze Geschichte natürlich eine Art Deal zwischen Frankreich und Deutschland. Deutschland kann nicht anders als zu akzeptieren, wenn Frankreich weiter auf Atom setzt. Umgekehrt muss Frankreich akzeptieren, wenn Deutschland einen anderen Weg geht. Und weil man nun mal zusammengehen will, hat man gesagt, okay, macht ihr Atom und wir machen dann Gas. Und deswegen ist beides am Ende in diesem Vorschlag gelandet. Für die Zukunft der deutschen Atomenergie bedeutet das zunächst mal nichts, denn die werden dieses Jahr abgeschaltet. Und es gibt praktisch kaum jemanden Ernstzunehmenden in Deutschland, der daran glaubt, dass das irgendwie noch mal rückgängig gemacht wird. Inklusive der Unternehmen übrigens, die damit doch abgeschlossen haben, bei allem, was man hört und liest. Im Übrigen müsste wahnsinnig viel Geld investiert werden, um solche noch bestehenden Atommeiler wieder funktionsfähig zu machen für einen längeren Zeitraum. Dafür fehlt im Übrigen auch noch mit das Geld. Also die Unternehmen haben sich längst anders orientiert. Für die Atomenergie in Deutschland könnte es allenfalls heißen, dass künftig irgendwann mal Atomenergie aus Frankreich importiert werden muss. Aber nun löst ja ein Nachhaltigkeitsstempel nicht das Problem Atommüll. War denn das auch Thema, wie man damit umgehen will? Das ist auch Thema in diesem Taxonomievorschlag, wie im Übrigen auch bei Gas. Strenge, wie die Kommission sagt, strenge Konditionen bestimmt worden sind. Bei Gas müssen es moderne Kraftwerke sein, die dürfen einen maximalen CO2-Ausstoß haben. Außerdem müssen die umstellbar sein, später auf Wasserstoffbetrieb. Und bei Atom hat man gesagt, es dürften auch nur neuere Technologien sein. Das Atommüllproblem muss bis zu einem bestimmten Datum geklärt sein. Und im Übrigen sind auch Sicherheitsfragen natürlich zu berücksichtigen. Frankreich setzt ja auf die sogenannten kleinen modularen Reaktoren und da gibt es Technologien weltweit, ungefähr 100 Projekte, von denen einige sogar glauben, dass sie praktisch ohne oder mit nur ganz wenig Atommüll auskommen. Also auch darauf will Frankreich setzen. Aber das ist alles noch Zukunftsmusik. Man weiß es nicht. In der Situation jetzt, um den Klimawandel bekämpfen, hilft das noch nicht weiter. Ja, nun liegt erstmal die EU-Verordnung auf dem Tisch. Wie geht es denn nun weiter? An den Mitgliedstaaten, wie gesagt, dürfte der Vorschlag nicht scheitern. Aber ich habe hier im Europaparlament eine wachsende Skepsis und eine wachsende Kritik wahrgenommen, die anfangs vor allem von den Grünen kam, aber nun praktisch fraktionsübergreifend in vielen, vielen Fraktionen zu spüren ist, die nicht hinnehmen wollen, dass Atom und Gas plötzlich als nachhaltig gelten. Und vor allem, was die Kritik ist, dass die Gefahr besteht, dass auch öffentliche Gelder aus dem Wiederaufbaufonds beispielsweise, aus Staatsanleihen und so weiter in Atomenergie hineingehen. Und ein Abgeordneter brachte es auf den Punkt, als er sagte, wenn es am Ende dazu kommt, dass deutsche Steuergelder dafür herhalten müssen, dass in Frankreich Atomenergie gefördert wird, dann ginge das nicht. Und diese Gefahr bestünde allerdings. Und deswegen formiert sich möglicherweise dort noch eine Mehrheit. Und die hat 6 Monate Zeit, sich zu finden. Informationen von Michael Grütz in Brüssel. Herzlichen Dank für diese Information. Auch mit Claudia Kempfert vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung in Berlin hat meine Kollegin Romy Hiller gesprochen und gefragt, wie die Ökonomin die Entscheidung der EU-Kommission bewertet. Ja, das ist schlecht und auch ein Rückschritt für den Klimaschutz. Beide Technologien sind nicht nachhaltig. Die Atomkraft ist eine Technik, die keine Zukunft hat. Sie ist ökonomisch wahnsinnig teuer, birgt auch erhebliche Risiken, auch durch den Atommüll. Denken Sie auch dran, die Kraftwerke müssen 10 Jahre gebaut werden und dann ewig lange zurückgebaut. Das ist keine Technik, auf die wir setzen sollten. Bei dem fossilen Erdgas ist es so, dass erhebliche Mengen an klimaschädlichen Treibhausgasen entstehen und aus dem Grund müssen wir immer weiter runter mit dem fossilen Erdgas und sollten jetzt nicht einsteigen in neue Infrastrukturen oder Kraftwerke. Insofern ist es tatsächlich ein Rückschritt, denn wir brauchen jetzt dringend Investitionen in eine Vollversorgung aus erneuerbaren Energien, in alle erneuerbaren Energien inklusive aller Infrastrukturen, Speichermöglichkeiten und so weiter. Und dieses Geld fehlt jetzt, wenn wir es in so kostspielige, rückwärtsgewandte Technologien investieren. Aber gilt denn dieser klimafreundliche Stempel für alle Atom- und Gaskraftwerke? Naja, es ist eben so, dass man jetzt dieses Label hat und es ist so, dass die Investoren und Finanzinstitutionen sich das sehr genau anschauen von Projekt zu Projekt, aber damit einerseits auch eine Legitimation geschaffen wird, dass man damit Steuergelder bereitstellt, um bestimmte Projekte zu fördern, aber andererseits eben auch die falschen Rahmenbedingungen gibt, denn eigentlich müssen wir in eine andere Richtung gehen, weg, immer mehr weg von fossilem Erdgas und auch Atom hin zu mehr erneuerbaren Energien und dafür
dafür brauchen wir erhebliche Investitionssummen. Und die werden jetzt eben gebunden in diesem Rahmen oder zumindest wird da der Rahmen dafür gesetzt, dass das passieren kann. Und ich hoffe einfach, dass viele Investoren sich dem jetzt auch nicht so hineinbegeben, sondern eher entscheiden, auch sehen, dass es eher Stranded Investments sind, also in Sand gesetzte Investitionen. Aber das sehen ja viele europäische Länder anders, zum Beispiel Frankreich. Unter Präsident Macron ist ein Befürworter. Die Pro-Atom-Allianz hat sich ja unter ihm auch durchgesetzt. Warum steht denn Deutschland im europäischen Vergleich recht allein da? Na, allein sind wir nicht. Es gibt schon eine Anzahl von Staaten, aber es gibt keine Mehrheit. Und das ist das Problem. Aber diese Anzahl von Staaten, die wollen auch dagegen klagen. Da sollte sich auch Deutschland anschließen. Aber Deutschland hat eine schwierige Position, weil in der Tat Frankreich und andere europäische Länder wollen Atom, Deutschland nicht. Aber Deutschland will fossiles Erdgas und das wollen wiederum viele andere nicht. Also insofern musste man sich da offensichtlich in der Mitte einigen. Und das ist der schlechteste Weg, den man da gewählt hat. Also insofern ist Atomenergie wahnsinnig teuer. Die Franzosen brauchen Geld, um ihre Meiler zu finanzieren oder auch gegebenenfalls sogar neu zu bauen. Und das ist wahnsinnig kostenintensiv. Das rechnet sich nur mit erheblichen Subventionen. Und um die geht es hier ja auch, wenn jetzt entschieden wird, eben diese Taxonomie einzurichten. Das heißt aber, wir würden das mit wohl subventionieren, die Atomkraft sozusagen in Frankreich. Genau, also wir zahlen das jetzt mit, indirekt, nicht vollständig, aber ein Teil davon. Und das ist ja genau das Widersinnige. Also jetzt mit deutschem Steuergeld werden europäische Atomkraftwerke gegebenenfalls neu gebaut. Ich hoffe einfach, dass der Finanzmarkt da mehr Transparenz auch reinbringt, weil im Moment ist es ja so, dass keine Bank oder auch keine Finanzinstitution wirklich Atomkraftwerke fördert. Die sind nicht versicherbar und auch nicht bezahlbar. Und wir jetzt eben dadurch dieses Label eher die Möglichkeit dazu bekommen. Und das ist genau das Drama auch da drin, dass man jetzt mit diesem Geld dann diese Technologie erst ermöglicht. Aber glauben Sie denn, man hat mit der Entscheidung sozusagen wieder Tür und Tor geöffnet für neue Investitionen in diese alte Technologie? Es ist zumindest der Rahmen dafür da und es geht ja auch darum, dass man dann Subventionen daraus auch finanziert und die Legitimation bekommt, dass eben Staaten da subventionieren und auch dafür europäisches Geld gegeben wird. Und das ist das Hauptproblem daran, denn in der Tat am freien Markt findet man keine Bank und auch keine Finanzinstitution, die das jetzt ohne diese Abpufferung, ohne dieses Regelwerk, ohne Subventionen bezahlt. Und deswegen ist es ja so problematisch und da sind eben einige Länder tatsächlich auf dem Holzweg. Es gibt bessere Technologien und bessere Lösungen. Und die liegen eben in der Energiewende mit mehr erneuerbaren Energien, inklusive aller anderen Rahmenbedingungen, die man dafür braucht und nicht in der alten Technik. Unternehmen, die in Atomstrom und Gas investieren, die können ja dann mit dem Nachhaltigkeitssiegel werben sozusagen. Was bedeutet denn das? Wäre selbst ein Neubau von Atomkraftwerken wieder denkbar? Genau, darum geht es, dass man einerseits Subventionen einsammeln will und dieses Label hat und damit Investoren anlockt und deutlich macht, es ist ja grün, es ist nachhaltig und deswegen wird da Geld eingesammelt. Und auf der anderen Seite will man in der Tat auch die maroden Anlagen da jetzt neu labeln als grün und nachhaltig, um da auch Geld für zu bekommen. Also es ist beides problematisch und die Investoren kriegen damit eben zwar Transparenz, es sind Risiken da. Es gibt Banken, die schon abwinken und sagen, wir machen sowas nicht. Aber auf der anderen Seite bekommen sie damit eher wieder einen Rahmen, wo wir eigentlich dachten, dass wir da jetzt raus sind. Wie sehr bremst denn diese Entscheidung jetzt vielleicht die Energiewende? Wie viel Zeit geht uns da verloren und was bedeutet das vielleicht auch fürs Erreichen der Pariser Klimaziele? Na, es bremst uns schon, weil es so enormes Kapital bindet, das wir eigentlich brauchen jetzt für den Umstieg hin zu erneuerbaren Energien und inklusive aller anderen Techniken, Infrastrukturen, Speicherung. Dafür sind Investitionen notwendig und das kostet uns Zeit. Der Neubau von Atomkraftwerken dauert enorm lange, mindestens 10 Jahre. Und das ist Zeit, die uns jetzt fehlt, einfach weil wir eigentlich in 10 Jahren ja schon sehr viel weiter sein müssten, auch mit dem Umstieg hin zu mehr erneuerbaren Energien. Fossiles Erdgas ist da genauso zu nennen. Also das ist tatsächlich ein Rückschritt und behindert uns eher. Und je nachdem, wie vieles fossiles Erdgas insbesondere jetzt wieder ins System schafft, desto länger dauert es eben auch, um die Klimaziele dann zu erreichen. Also wir sind da nicht auf einem guten Pfad. Dankeschön für diese Informationen, Claudia Kempfert. Ich danke Ihnen.